Hallo und guten Tag. Heute ist der 31. März 2020. Dieses Programm Zuflucht im Schönen verdankt seinen Titel einem Umstand, an den ich jetzt durch den Tod eines nahen Freundes wieder erinnert wurde. Im Januar starb auch jemand, der mir sehr nahe stand, und mit diesem Menschen war ich in einem ständigen Austausch. Die Traurigkeit, die ich danach hatte nicht immer so ihren Platz, weil ich auf Lesereisen war, die ich auch sehr genossen habe, weil ich auch viele sehr schöne Dinge erlebt habe. Aber ich merkte manchmal, wenn ich dieser Traurigkeit nicht genügend Raum geben konnte in meinem Leben, bekam ich Kopfschmerzen. Und um mich zu trösten und vielleicht auch um mich abzulenken, tat ich tatsächlich etwas, was zum Titel führte: Zuflucht im Schönen. Ich ging ins Museum, ich sah Bilder an, ich hörte Musik. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, dass Margaret Atwood so schön über die Schönheit gesprochen hat, als etwas, das immer mit dem Schrecken oder dem Bewusstsein des Schreckens zu tun hat. Ein Paradox, was die Kunst vielleicht von kitschigen Idyllen und Werbepostkarten unterscheidet. Und auch bei Monet in den Bildern habe ich darüber gesprochen, dass der Stillstand, den man in einem Bild hat, das ja eine fixe Leinwand ist mit fixer Farbe, immer auch gefüllt hat mit Bewegung. Und das Verrückte ist, ich habe das Gefühl, jetzt wo die Welt stillsteht, in dem, was wir Corona-Krise nennen, bricht eigentlich auch bei vielen eine extreme Bewegung aus in den Köpfen, in den Aktivitäten, in den Überlegungen, was neu ist, was wichtig ist. Und ich glaube tatsächlich, dass der Tod auch etwas ist, was uns in ein stille Stehen hineinzwingt, indem wir nochmal mit anderer Ernsthaftigkeit nachdenken können. Ich finde, wenn man so in einen Zustand kommt, der Traurigkeit Raum zu geben, dann beruhigen sich auch komischerweise manche Aufregung und Dinge. Und manchmal hatte ich das Gefühl, wächst mir da auch ein Stück zu von dem, was ich selber bin. Natürlich wäre es lustig, hier ein Programm zu machen mit Rudi und Rita und ihrem Alltag in der Corona-Krise. Und ich staune, wie schnell manche Comedians mit Komik auf die Situation reagieren. Ich habe mal bei Woody Allen gelernt, Tragödie plus Zeit ist Komödie. Also man könnte sagen, die Zeit ist auch der Abstand, den man braucht, der dann etwas Ästhetisches hervorbringt oder eben den Abstand zum Schmerz oder zum Traurigen, was der Boden einer guten Komik ist, erst herstellt. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen langsamer in diesen Dingen, aber das macht ja vielleicht auch nichts aus. In den Flüssen von Monet habe ich vielleicht auch etwas gefunden, was wir verloren haben. Eine Schönheit, die es so überhaupt nicht mehr gibt und die vermüllt ist, verseucht ist durch uns selber. Und komischerweise haben mich dadurch diese Bilder auch besonders stark daran erinnert, dass es mal einen anderen Zustand dieser Erde gab, wie überhaupt die Erinnerung im Zeitempfinden eine große Rolle spielt. Die Tatsache, dass ich jedes Mal sage, heute ist der so und so vielte und es ist der und der Wochentag und es ist das Wetter, spielt vielleicht auch später in der Erinnerung eine große Rolle. Meine Tochter Zoe, die 24 ist, war ganz überrascht, als ich sagte, wann ich das Buch von Rahel van Hagen gekauft habe und dass ich sofort diese Ausnahmesituation mit Tschernobyl da mit assoziieren konnte. Sie sagte, früher hätte sie gar nicht verstanden, warum ich immer in die Bücher reinschreibe, wann ich sie gekauft habe oder wer sie mir geschenkt hat. Aber tatsächlich ist es so, als ob wir uns durch diese Zeitfestsetzung so etwas wie einen Angelpunkt geben und noch gar nicht wissen, wie wir später darauf zurückschauen, so wie wir gar nicht wissen, wie wir auf unser Leben zurückschauen, wenn es irgendwann zu Ende ist oder wenn das Leben eines lieben Menschen zu Ende ist und wir eigentlich traurig sind, dass das Gespräch mit ihm abgerissen ist und einen Weg suchen, es innerlich weiterzuführen. Ich möchte vielleicht noch einen Hinweis geben, dass dieses Festhalten oder dieses sich Orientieren am Schönen ja auch von anderen betrieben wird. Und es gibt in München einen wunderbaren Fotokünstler, der zugleich auch bewandert ist in Heilkunst und
bei japanischen Mönchen die Kunst des Zen gelernt hat, Jörg Preuß. Und er klebt in der Stadt, in den Städten, in München, aber in Berlin habe ich auch schon welche entdeckt, kleine Aufkleber auf und da steht dran, halte dich an das Schöne. Und von dort kommt man dann auf eine Sammlung von Bildern von ihm auf Instagram, wo man Momente festgehalten sieht, in denen eben auch die Ambivalenz von Schönheit und Schrecken und Vergänglichkeit aufgehoben sind. Ich denke, diese Mischung von Traurigkeit, Melancholie und zugleich Schönheit findet sich ja auch in vielen Liedern, wie zum Beispiel der Sängerin Barbara, auf die ich unten einen Hinweis geben möchte, auf ihre Lieder, die alle von einer schwarzen Melancholie geprägt sind. Ja, so viel heute, ein bisschen ernst und ein bisschen traurig. Tschüss!